Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Hilmar und in der ersten Folge von Knights of the Sky muss ich ein bisschen was korrigieren, weil ich habe inzwischen zumindest in dem hinteren Teil des Handbuchs geblättert. Ich habe mir den Rest noch nicht angeguckt, weil ich es wirklich komisch fand, dass es keine historische Abhandlung gibt. Gibt es aber hinten eine historische Abhandlung zumindest über den Luftkrieg. Also das wollte ich nur kurz korrigieren. Ja, hier befinden wir uns auch schon in dem Startmenü. Am Anfang wird man auch das nochmal hinzugefügt. Als Appendum vielleicht zu der ersten Folge. Wir haben hier wirklich die Möglichkeit, am Anfang halt wie bei MicroProse üblich, eine Konfiguration auszuwählen. Okay, deswegen das Adlib-Gedudel im Hintergrund. Modem, Head-to-Head, ich würde ihn gerne mal ausprobieren. Vielleicht machen wir das auch nicht. Ich muss nur jemanden finden, der da auch noch Lust zu hat. Mit 10 hat mache ich es nicht nochmal, der zieht mich wieder ab. Dogfight ist sozusagen gegen Asse, könnte man sagen, aber es ist halt eigentlich nur, Moment, kann ich das hier abbrechen? Bin mir gar nicht sicher, sonst machen wir das einfach mal. Es ist eigentlich das Training, was ich ursprünglich machen wollte und das ist auch wie in dem Training, man kann hier jetzt wirklich die ganzen Flugzeuge aussuchen. Ja, gut. Machen wir mal ein richtiges Training. Genau, Challenge Ace, da konnte man sich das Ace aussuchen, was hinterher ja auch, ich bin mir nicht sicher, ob Red Baron es auch kopiert hat oder nur Aces of the Pacific, auf jeden Fall bei den Aces-Reihen gab es das dann später. So, erste Challenge des Tages, Motor an. Und wichtig in der DOS-Box auf englische Tastatur umstellen, dann ist das mit Plus und Minus einfacher. Ich weiß jetzt gar nicht wann. Ja, ich kann schon hoch. Okay, umblicken. Will mal Fahrwerk einziehen, brauche ich jetzt natürlich nicht. Mir gefällt die Grafik gleich auf Anhieb. Ist vielleicht nicht ganz so einfach für die Augen, ich weiß es nicht. Oh, es gibt sogar eine Verfolgerkamera. Vielleicht läuft das Ganze ein bisschen schnell. Ich hatte schon im Intro das Gefühl, dass es ein bisschen schnell läuft. Gucken wir mal. Leertaste war die Karte. Da fliegen wir ja gar nicht so schlecht, ne? Richtung Osten. Da scheint ja das Ziel zu sein. Gucken wir mal. Ist auch interessant, also man merkt, dass es schon so ein gewisses Fluggefühl gibt. Wenn ich jetzt nach unten gehe, dann ist das so ein bisschen träge, pendelt sich aus, zieht wieder nach oben. Also irgendwas mit der Trimmung stimmt nicht so ganz. Und ja, schon ziemlich cool gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das absichtlich ist oder ob ich meinen Joystick schlecht kalibriert habe. Wir sagen mal, das ist Absicht. So. Oh, das war auch ganz schön abge... Oh ja, wir sind Richtung Norden. Was? Nee, ich muss doch hier... Ja. So. Mal lieber gegen Südosten. Kleiner Kompass hier. Habe ich mich. Hätte jetzt mehr als drei Striche zwischen den Himmelsrichtungen erwartet. Ich weiß gar nicht, was das links ist. Wie gesagt, ich habe im Handbuch nur nachgeguckt, ob hinten wirklich nichts drin ist. Wir können ja uns ja mal so ein bisschen die Landschaft hier angucken. Also, ich hatte ja schon die Vermutung angestellt. Oder ich hatte gesagt, dass ich mich daran erinnere. Sagen wir mal, es ist eine Vermutung, dass es Bäume und sowas gibt und Landschaftsdetails und die gibt es wirklich. Natürlich sind das jetzt nur drei Dreiecke, die so ein bisschen nebeneinander stehen, die als Tannen herhalten müssen. Aber nichtsdestotrotz gefällt es mir ziemlich gut. Ich glaube, mehr wie Tannen gibt es auch nicht. Also Laubbäume oder sowas gab es in Flandern nicht. Aber nicht schlimm. Ich finde das Detail schon ziemlich gut. So, jetzt bin ich wieder übers Ziel hinausgeschossen. Das sind aber, also ich hatte die Distanzen jetzt nicht mehr so groß in Erinnerung. Ich hatte auch das Gefühl, man hätte die Distanzen schnell überquert. Wie man das von F-15 Strike Eagle 2 Replay gesehen hat. Wir waren ja innerhalb von, weiß ich nicht, einer Minute durch Deutschland geflogen. Hier scheinen die Distanzen ein bisschen realistischer zu sein. Ich frage mich, was das da vorne ist, ob das... Eine Ortschaft, da schon Dixmude ist. Ballistik. Finde ich auch ziemlich cool. Und es gibt unterschiedliche MGs.
Habe ich im Handbuch gesehen. Aber wirklich, ich habe es nur überblättert, ich habe es nicht gelesen. Haben wir Bomben? Oh ja. Wir hätten welche gehabt. Da hat man es noch kurz gesehen. Ach, das ist eine Farm. Wow, wie komme ich jetzt wieder zurück? Eins, eins. Eins und F1. Ja, typische alte Microprose-Spiele, die sind da so ein bisschen zack an der Farm vorbei. Eigentlich wollte ich ja das Flugtraining machen, aber ich glaube, wir brauchen das gar nicht. Wir suchen uns jetzt gleich Richthofen oder wen auch immer wir uns da ausgesucht haben. Ich glaube, es läuft wirklich ein bisschen schnell. Ich glaube, ich muss gleich die Cycles mal runter machen. Klar, ich könnte das in-game machen, aber dann weiß ich hinterher den Wert wieder nicht. Das heißt, ich probiere gleich nochmal zwischen dieser und der nächsten Folge ein bisschen rum. Wen stört schon das Geknatter des Motors? Das muss so. Okay, ich bin gespannt. Da vorne ist der Fluss und dann geht's über die Grenze. Drücke mal kurz A. Vielleicht dachte ich Autopilot, aber bin mir nicht sicher, ob sowas hier überhaupt gab. Nochmal. Bildschirm, die Blickrichtungen ausprobieren. Okay, aber gibt es auch Blickrichtungen aus dem Cockpit? Ah ja, gibt es. Sehr gut. Genau anders wie bei Aces sind es die Zahlentasten, nicht die F-Tasten. Das ist gut. Nach hinten ist 2, nach links ist 3, nach rechts ist 4. Nach oben und unten gibt es leider nicht. Okay. Da ist die Grenze, beziehungsweise der Grenzverlauf, vermute ich mal. Durch die Schützengräben soll das, glaube ich, dargestellt werden. Es knattert ja jetzt auch. Ich frage mich, ob man, während man auf der Karte ist, fliegen kann. Wenn ich jetzt abschieße, Feuerknopf drücke. Ja, wird geschossen. Also die Karte hält, also das Spiel hält nicht an, während man auf die Karte guckt. Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Vielleicht sollte man ein bisschen Höhe gewinnen. Also RPM haben wir, die Geschwindigkeit haben wir, den Öldruck haben wir links, die Munition haben wir. Was ganz links ist, vielleicht der Schaden, aber ich erinnere mich daran, dass man Einschüsse im Cockpit gesehen hat. Ganz rechts wahrscheinlich, also links ist der Öldruck, rechts wahrscheinlich die Temperatur. Das Rote kann ich jetzt nicht zuordnen. Oder immer noch nicht zuordnen. Ah ja, hier ist reichlich los auf der Grenze. Das sind kleine Häuschen. Ich weiß nicht, ob das dann Bunker darstellen sollen. Vielleicht gehört das dann auch zu einer Art Mission, die man dann noch fliegen kann. Bodenangriff oder sowas. Warum jetzt hier gerade angehalten hat, weiß ich auch nicht. Ja, 13 Sichten, alter Schwede. Aber irgendwie alle relativ gleich, ne? Okay, das ist die Grenze, aber scheinbar brauchen wir da keine Angst haben. Gibt kein Plugfeuer. Was ist das da links? War das 3? War links rausgucken? Da ist doch wer. Da ist ein Bild. Das ist bestimmt ein Ballon. Ah, jetzt ruckelt's auch schon. Na, vielleicht läuft es doch nicht so zu schnell. Vielleicht muss das so sein. Den will ich abschießen. Mir fällt es total schwer, Entfernungen einzuschätzen. Nee, 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 das ist kein Ballon, glaube ich, oder? Das ist ein roter Richthofen. Bup, bup, bup. Nein, die Simulation habe ich schon richtig eingestellt. Es läuft schon richtig. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Klingt so ein bisschen. Weiß ich nicht, also. Motorgeräusch ist schon eher merkwürdig. Oh, das ruckelt aber. Ja, der muss ja auch gut sein. Die Flinten sind immer im Weg. Ist aber wendig. Aber ist nicht aggressiv, also ist nicht hinter.
Sprach es und wurde von hinten beschossen? Nee. Vielleicht bin ich auch einfach zu schnell. Ein bisschen langsamer. Wer hat nochmal was gesagt von 120 Frames und so? Schade. Hätte ich mal nicht aufhören sollen mit dem Schießen. Ich weiß auch gar nicht, ob es Ladehemmungen gibt. Na komm, da müssen noch ein paar Treffer bei gewesen sein. Raucht er? Nee. Ha! Good shot! Die Explosion. Ah ja, stimmt! Instant Replay. Man konnte sich das immer wieder angucken. Ich glaube, jeder Abschuss wurde irgendwie so aufgenommen. Und die Explosion war definitiv. Predator View? Oh, hier, Trailer View, bitte. Schaut es euch an. Schaut euch dieses fliegerische Können an. Da geht er runter. Kann ich das speichern? Ich will das gerne als neues Intro haben. Als Kanal-Intro. Was ist Predator View? Ach so. Ich dachte, da sieht man das aus von dem Verteidiger aus. Auch interessant. Also, sie haben sich hingesetzt und schon überlegt, wie inszenieren wir das richtig? Oder was ist der Vorteil vom Ersten Weltkrieg? Weil es gibt ja nicht so viele Simulationen, die im Ersten Weltkrieg spielen. Red Baron offensichtlich, dieses hier, also Knights of the Sky, History Line könnte man vielleicht noch anführen. Aber ansonsten so viel gibt es nicht. Und im Gegensatz zu allen anderen Simulationen, die auf dem Markt waren, Blue Max vielleicht noch, also zumindest das Blue Max auf dem C64 und es gab ja auch nochmal von, ich weiß gar nicht von wem. Ich will Mindscape sagen, aber ist falsch. Es gab auch nochmal eine Blue Max Simulation, die stimmt, die gab es auch noch. Also es waren relativ wenig und die Blue Max Simulation war glaube ich sogar hier vor. Haben sich schon darüber Gedanken gemacht, wie setzen wir das mit der Action in Szene. Deswegen wahrscheinlich auch die vielen Kameraansichten. Deswegen bekommt man hier Reverse View. Das muss ja dann vom... Ah, interessant. Also sie haben sich schon wirklich Gedanken gemacht, wie man die Action in Szene setzen kann und das merkt man hier. Das gefällt mir ganz gut. Schon ziemlich cool. Das würde ich jetzt gerne als GIF speichern, aber okay, das geht ja nicht. So, kann ich jetzt einfach P drücken? Nee, kann ich nicht. Escape auch nicht. Muss ich jetzt wirklich wieder zurückfliegen? Scheinbar. Das ist aber ein ganz schön langer Weg. Also zurück nach Westen. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Zieht er weniger hoch, wenn ich langsamer werde? Nee. Er wollte jetzt mal durch die Wolken fliegen. Wie ist das gemacht? Einfach nur Flop. Also bei Aces wird es dann ja noch so ein bisschen dunkler. Und das ist schon wirklich cool gemacht. Ah, okay. Hier die sind die Wolken einfach nur platt. Naja, immerhin, es gibt welche. Okay. Maus aktiv. Nein, 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 nein. Oh, verflixt. Das war irgendwie... Jetzt hat sich komplett... Jetzt... Ah. Joystick ist deaktiviert. Wir stürzen ab. Mayday, Mayday. Dann machen wir Keyboard. Jetzt, nee, nee, der zieht nach oben. Das ist gewollt. Okay. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich wurde getroffen. Fliegt sich ganz komisch gerade. Ich wollte ja nochmal landen ausprobieren. Ja, wir drehen jetzt die falsche Runde, ich weiß, aber bin froh, dass ich es gerade einigermaßen so hinbekommen habe. Okay, Cycles muss ich nicht ändern. Aber ich glaube, ich nehme mal die Maus-Emulation raus, weil M drücken und man hat hier... Kann ich J? Joystick active? Ah ja, okay. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Gut. Fliegen wir mal zurück. Vielleicht ist er auch ein bisschen zu sensibel. Weiß ich nicht. Ah, links ist der Treibstoff. Der rote Balken ist jetzt weniger geworden. Ah, okay.
können wir uns ja nochmal umgucken, ob ich irgendwie... Nee. Wurde nicht... Ups. Nicht angeschossen. Ja gut. Ist klar. Also gegen mich hatten... War doch der rote Baron, oder? Keine Chance. Ah, Hälfte haben wir schon. Ja. Bin ich mal gespannt, ob... Wie die Missionen dann gleich sind, aber das testen wir auf jeden Fall dann gleich nochmal aus. Ich würde jetzt aber gerne nochmal landen, um dann hinterher für die Karriere genau zu wissen, wie das geht. Ist ein bisschen hoch jetzt, ne? Temperatur ist auch gestiegen, oder? Ich nehme die mal wieder ein bisschen zurück. Machen wir mal nur 80? Sinkt die Temperatur dann? Nee, oder? Wahrscheinlich nur, wenn man dementsprechend Schaden hat. Vermute ich mal. Dann kann ich auch wieder Volldampf. Irgendwie habe ich das Gefühl, das geht jetzt sehr schnell. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, dass die Geschwindigkeit schneller ist, wenn der Feind... Oder wenn keine Feinde mehr aktiv sind. Ich weiß es nicht. Oder es kann natürlich auch sein, dass die Wolken sich zusätzlich noch bewegen. Und ich denen sozusagen entgegenfliege. Munition muss weg. Oh, ich habe unendlich Bomben. Nee. Okay. Ich wüsste jetzt... ich weiß nicht. Ich muss mal ins Handbuch gucken, ob es eine Bombenansicht gibt. Nee. Die Ansicht ist komisch. Aber auch schade, dass man die Action Replays irgendwie nicht speichern kann. Das ging auf jeden Fall bei Red Baron. Gibt es sonst eine Simulation von Microprose, wo es solche Replays gab? Gut, F-15, ich glaube, da unten ist schon unser... Da unten ist unser Aerodrom. Ja. Kann ich jetzt hier... P drücken für den Landeauto? Ich meine, es war der P war Landeautopilot. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber dem Geruckel... Naja, wenn das jetzt mit P nicht geht, muss ich halt selber landen. Ah, P war es scheinbar nicht. Ah, Land. L. Hätte ich auch drauf kommen. Wie komme ich auf P? Hm. Bin mal gespannt. Also ich steuere jetzt nicht. Kann man den Engine Sound ausmachen? Muss ich gleich auch nochmal im Handbuch gucken. Oder in den Shortkeys, in der Schablone. Sicher, dass ich nicht steuere? Und die Tastatur einfach? Doch? Hä? Irgendwie bricht... Jetzt kann ich nur noch schießen, nicht mehr fliegen. Okay. Okay, gut. Dann hat man ja jetzt ein bisschen Zeit. Kann ich hier die Außenansichten steuern? Nee. Wo will er denn hin? Aber er will auf jeden Fall irgendwo hin. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, entweder das Spiel, mal läuft das Spiel zu schnell, mal läuft das Spiel zu langsam. Also in dieser Ansicht würde ich jetzt sagen, läuft es zusammen langsam, in dieser viel zu schnell. Ah, er hat gedrosselt. Bop, 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 bop. Okay. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Hm. Sicher, dass ich nicht fliegen kann? Nee, kann ich nicht. Aber das könnten wir nochmal ausprobieren. Schießen von außen, wie das aussieht. Oh. Wo will der denn hin zum Landen? Man sieht gar nichts hier aus dieser Ansicht. Man sieht wirklich nur die... Sagen wir jetzt auch mal, ob es hier eine Zeitbeschleunigung gibt. Oh! Er setzt zum Tiefflug an. Was sagt denn die Schnellstart? Überspielen, Laden, Staffelkennzeichnung, Wahl des Flugzeugs, Basisflughafen. Okay,
Landung, er sagt auch, man sollte P drücken für Autolanden, aber es ist nicht P, sondern L. Park. P für Park, L für Landen. Es war auf jeden Fall L, was ich gerade gedrückt habe. Cockpitkarte mit Space, ja, genau. Kompass haben wir auch. Wir haben schon eigentlich. Also können wir uns ohne Zweifel auf die Schulter klopfen, schon gut gemacht. Wird vielleicht hier der Blickwinkel irgendwie verstellt? Das sieht doch total komisch aus hier. Naja. Okay. Und wann landen wir? Landen wir in dem Dorf? Okay. Um den Flug zu beenden, muss man sein Triebwerk ausschalten. Oh, das gibt's keine Abrechnung und oh. Oh, ich wollte mir das jetzt nochmal angucken, wie großartig ich. Na gut, muss ich irgendwas in der Post-Production draus machen aus meinem Abschluss. Nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick in Knights of the Sky, hätte ich jetzt fast verbockt. Also Knights of the Sky gekriegt. Ich weiß nicht, warum hier oben Proud to Fight steht. Vielleicht mal ein alternativer Titel war? Ich war keine Ahnung. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss.